Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Tiroler Tageszeitung hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine tun kann, sichere ich wieder mit rein. Links zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comics auch nochmal anschauen könnt, als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo hoffentlich mehr passieren wird. Und der trägt den Titel: Zu wenige Angebote für Autisten in Österreich. Ja, traurig, aber wahr. Und ich würde mal sagen, fuck mich lang drumrum, los geht's. Und vor allem das Foto jetzt, ne? Ist da schon der erste Fehler enthalten. Fängt schon wieder gut los. Menschen mit ASS litten unter den Corona-Maßnahmen. Na gut, gerade noch gedriftet. Aber trotzdem soll es heißen, Autisten litten unter den Corona-Maßnahmen. Und vor allem das Wort litten ist schon mal auch falsch. Sie leiden unter den Corona-Maßnahmen. Also jetzt nicht an ihrem Autismus, weil die leiden an der Umgebung um sich herum. Und die Corona-Maßnahmen passen derzeit zu ihrer Umgebung, weil die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Und leider gibt es immer noch irgendwelche Dullis, die halt glauben, dass Corona nicht existiert, dass Autismus durch Impfen entsteht oder dass Autismus eine Sexualkrankheit ist, wie einige behaupten. Was weiß ich? Meine Güte! Und wegen solcher Dullis wird es weiterhin Corona geben. Und das ist nun mal Fakt. Und nun zum richtigen Artikel. Wien. Anrufe beim Betreuungsverein Nomaden für Menschen mit Autismus werden häufiger. Die Wartelisten immer länger. Vor allem das Wort Nomaden. Das Wort möchte ich nicht mehr hören. Obwohl, ich muss es trotzdem korrigieren. Es muss natürlich heißen, Anrufe beim Betreuungsverein Nomaden für Autisten werden häufiger. Die Wartelisten immer länger. So, und jetzt will ich das Wort Nomaden nicht mehr gehört haben. Weiter geht's. Anlässlich des heutigen Autismustags berichtet Obfrau Johanna Kienzel von einer Überlastung der autismusspezifischen Förderungs- und Beratungsangebote, besonders auch durch die Covid-Pandemie. In Österreich leben rund 85.000 Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Dieser Satz ist falsch, es muss natürlich heißen, in Österreich leben rund 85.000 Autisten. So. Und jetzt gucken wir nochmal, was Österreich und Autisten prozentual aussieht. Nur 8,9 Millionen Menschen in Österreich? Ich guck nochmal genauer. Aber wir hatten die Rechnung schon mal gemacht. Hier haben wir die richtige Ziffer erstmal. Ich rechne mal anders. Kein Moment. So. Und rund 85.000 hatten wir gesagt, ne? Dann sind wir bei 0,95%. Tja, das ist aber auch kein 1% mehr, Leute. Ist es nicht. Da kann man mir viel erzählen, was man will. Weiter geht's. Viele Menschen mit ASS wurden während der Pandemie depressiv, haben sich vollständig zurückgezogen und benötigen noch mehr Hilfe als vorher. Gleichzeitig aber sind psychosoziale Unterstützungsangebote meist völlig ausgebucht, berichtete Christine Preismann, Ärztin und selbst Asperger-Autistin. Und auch dieser Satz ist falsch, es muss natürlich heißen. Viele Autisten wurden während der Pandemie depressiv, haben sich vollständig zurückgezogen und benötigen noch mehr Hilfe als vorher. Gleichzeitig aber sind psychosoziale Unterstützungsangebote meist völlig ausgebucht, berichtete Christine Preismann, Ärztin und selbst Asperger-Autistin. Weiter geht's.
Es würden hierzulande noch immer zu wenig Geld, Zeit und Personal zur Verfügung stehen, kritisiert der Verein. Tja, und das ist nun mal das, was Corona anrichtet. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also selbst in Österreich gibt es Probleme. Und das ist ja auch nicht in Deutschland so. Leider. Und was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Als auch hier das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Morgen gibt es ein weiteres Video, hoffentlich lenkt das mehr vom aktuellen Geschehen ab. Aber ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ciao, Leute.